Hallo und herzlich willkommen zu dieser dieses Mal sehr grünen Radtour im deutsch-holländischen Grenzgebiet zwischen NRW und der Gemeinde bzw. des Bezirks in Holland Limburg. Ja, wie ihr seht, hier könnt ihr auf dem Weg nachlesen. Das war wohl die längste zusammenhängende Waldtour, die ich bis jetzt gefahren bin. Aber das ist noch lange nicht alles von Strecke. Hier seht ihr den Streckenverlauf, 40 Kilometer Rundkurs. Gestartet sind wir am Hariksee, ganz rechts in dem Kreis zu sehen. Das ist der Ortsteil von Niederkirchen. Niederkrüchten, so. Niederkrüchten Bremmt. Jetzt Der links auf Ortsteil zur Bremmt Brücke. von Niederkrüchten. Ja, ich habe euch hier mal, wie ihr sehen könnt, mal nicht direkt mit Zeitraffaufnahme gestartet. Das erste Stück hier, könnt ihr sehen, läuft hier mal in 1 zu 1, Folge den Wind also 1,5 null Kilometer. Zeitraffer. Damit ihr auch mal im Hintergrund hören könnt, so ein bisschen das Vogelgezwitscher. Übrigens links gab es eine schöne Mühle und einen schönen Mühlteich. Den könnt ihr jetzt hier links auch sehen. Ja, nicht vergessen, ne, man kann in YouTube auf dem Video klicken, mit der linken Maustaste festhalten und dann könnt ihr nach links. Links oder rechts, oben oder unten könnt ihr euch umschauen, weil es sich hier, wie sich ja wahrscheinlich mittlerweile rumgesprochen haben dürfte, um ein 360-Grad-Video handelt. Ja, für die technisch Interessierten, das ist ein 4K-Video. Ja, trotz alledem ist es ein bisschen grisselig, aber. Dieses Mal ist es wahrscheinlich der schlechten Belichtung geschuldet. Ja, sehr grün, wie ihr seht. Ja, Bei nächster Möglichkeit geradeaus. die 4K-Technik im 360-Grad-Video Jetzt ist geradeaus auf so im Moment Kapellenstraße. das, was man so erschwinglich kaufen kann. Ich könnte mit der Kamera auch 5K machen, aber. Dann würde das Stitching, wie man so schön sagt, das Zusammennähen der beiden Kameras, der Front- und der Rückkamera. Ja, ich habe hier übrigens die Zeitraffer-Funktion mal eingeschaltet. Vor allen Dingen, wenn es dann durch Dörfer und Gemeinden geht, ist es ja auch landschaftlich, denke ich mal, nicht so interessant. Ja, hier im weiteren Verlauf. Auch bei den normalen, schöneren landschaftlichen Gegebenheiten hier die schönen Radwege mit viel Wald und Grün, habe ich dann doch mal auch Zeitraffer eingeschaltet, aber ich bin, wie gesagt, den Anregungen einiger Kommentare habe ich versucht, Rechnung zu tragen. Läuft also hier nicht mit. Wie ich sonst immer mit vierfacher Zeitrafferfunktion, sondern nur mit zwei bis zweieinhalbfach, vielleicht auch dreifacher Geschwindigkeit. Ja, wie ihr seht, ne, hier ist heute an dem Fronleichnamtag, das war dann der 11.6. müsste es gewesen sein, genau, gerade nachgeschaut. Haben wir diesen schönen Ausflug gemacht Richtung Westen, also hier zwischen der deutsch-holländischen Grenzgebiet, wo das Wetter noch mit am besten sein sollte, weil von Osten her sollten wieder mehr Regenwolken kommen. Ihr seht ja so ein bisschen am Himmel, ja, sehr sonnig ist es heute nicht, eher. Ganz selten, dass mal die Sonne durchlugt. Aber gut, laut Wettervorhersage sollte es hier trocken bleiben. Ja, hier übrigens, ich hätte da vorhin auch gerade ausradeln können, habe ich aber nicht gemacht, fand ich nicht so gut. Ich, wie gesagt, ihr wisst ja, ich liebe viel Grün und Natur und bei meinen Videos ist es so, der Weg ist das Ziel.
Wie ihr sehen könnt, ne, da waren auch noch mohnbestandene Ackerränder. Das finde ich sehr schön und sehr interessant. Und ja, zum Wetter. Wie ihr seht, ne, es hängen einige dunkle Wolken über uns oder vor uns. Wir radeln hier jetzt grob gesagt immer so Richtung Westen von Niederkrüchten aus am Hariksee, wo wir geparkt haben. Ja, hier, das kann man sich sparen, deswegen wieder ein bisschen Zeitraffer. Jo, ihr seht, es ist auch einiges los, trotz dieses doch relativ nicht so sonnigen Wetter. Also für zum Radfahren war es eigentlich sehr ideal und sehr schön. Ja, hier sind wir übrigens unterwegs durch Niederkrüchten. Dort links war wohl irgendein Fest, Schützenfest wahrscheinlich in dem Ort. Ihr hattet ja gesehen vorhin die Fahnen. Ja, schöne Tradition. Für mich ist das nichts, aber naja, wer Spaß dran hat. Jo, hier ist denn der Ortsteich zu sehen von Niederkrüchten. Ja, und wir radeln jetzt hier eben halt an einem schönen Weg entlang eines Baches, der wahrscheinlich so Richtung holländische Grenze fließt. Der klassische Radweg, der eigentlich selbst in Komoot ausgewiesen ist, der verläuft eigentlich dann da auf der Straße mitten durch den Ort, aber ich fand das nicht so schön. Deshalb habe ich mir das so ausgesucht. Ich suche mir auch schon mal etwas andere Wege als die, die sage ich jetzt mal, Komoot vorschlägt, sofern sie denn für mich im Satellitenbild einsehbar sind, dass ich die auch radeln kann und dass nicht irgendwelche im Sand verlaufenden Radwege sind. Ja, wir steuern jetzt hier weiter immer Richtung Westen zu. Und das geht dann nach Oberkrüchten weiter. Wie der Name schon sagt, oder vermuten lässt, ne? Das ist wiederum ein Ortsteil von Niederkrüchten. Hier ist dieses Örtchen auch schon zu sehen. Ja, wie gesagt, ne? Hier beschleunige ich die Zeitrafferfunktion, weil ich denke mal, das ist ein bisschen uninteressant. Sich da solche Orte anzuschauen. Es sei denn, es wäre ein historischer Ortskern mit schönen mittelalterlichen Gebäuden, aber das ist hier definitiv nicht der Fall. Ja, wenn wir dann dort durch sind, dann steuern wir eigentlich auch geradewegs, wie gesagt, es geht immer weiter Richtung Westen, Richtung Holland, also Entschuldigung, Holland darf man nicht sagen, Niederlande. Holland ist, wie gesagt, eine Provinz, nur noch mal so am Rande erwähnt. Ja, das ist auch hier so eine, wie soll man sagen, so eine Art Halbinsel, die so grenztechnisch in das deutsche Gebiet hinein verläuft. Und das wiederum ist ein Naturschutzgebiet auf holländischer Seite, welches sich der Mainweg nennt. Ja, der Mainweg, das ist, wie ich schon sagte, ein Naturschutzgebiet auf holländischer Seite, was natürlich nahtlos ineinander übergeht in das andere Naturschutzgebiet oder Naturgebiet auf deutscher Seite. Weil es, wie gesagt, wie so eine Zunge ins deutsche Gebiet hineinragt. Aber das ist nun mal der Grenzverlauf, da kann man nichts machen. Die Grenzen sind ja nicht unbedingt auf dem Reißbrett entstanden. So wie das vielleicht zum Teil in Afrika durch die Kolonialisierung geschehen ist. Da sind ja manche Grenzen wie mit dem Lineal gezogen. Aber hier ist das nun mal nicht so. Ja, und wie gesagt, der Nationalpark, der Mainweg. Ja, was steht da geschrieben? Der niederländische Nationalpark, der Mainweg, befindet sich in der Provinz Limburg. Ja, wie ich schon sagte, wir sind hier im Grenzgebiet von
Nordrhein-Westfalen und auf niederländischer Seite der Provinz Limburg unterwegs. Die Gemeinde Röhrdalen an der Landesgrenze zur Bundesrepublik Deutschland und ist ein Teil des grenzübergreifenden Naturparks Maasschwalm-Nette. Ja, dieser Naturpark Maasschwalm-Nette ist auf deutscher Seite noch deutlich größer als der niederländische Teil, der Mainweg. Aber man darf nicht vergessen, so von hier aus gesehen, immer entlang auf holländischer bzw. niederländischer Seite, gibt es auch viele Teilstücke als Nationalpark, die dann unter dem Namen Maasdünen bekannt sind. Die erstrecken sich dann so der Länge nach parallel zur deutsch-niederländischen Grenze. Ja, dieser Nationalpark Gemeinweg, der grenzt an der deutschen, beziehungsweise grenzt an die Ortschaften Flodrup, Herkenbusch und Mellig an. Der am 8. Juni 1995 offiziell anerkannte Nationalpark hat eine Gesamtfläche von etwa 16 Quadratkilometer. Ja, hier sind wir jetzt auch schon in dem Nationalparkgebiet, allerdings aufgrund der Corona-Krise bzw. der besonderen Regelungen durften wir am 11.06. ja offiziell noch nicht einfach so nach Holland bzw. Niederlande einreisen. Also ich habe mich bei der Tour auch versucht daran zu halten, beziehungsweise ich habe mich dran gehalten. Außerdem fand ich die Streckenführung mal so vom Kurs ganz interessant. Und ja, also wie gesagt, aus dem Grund habe ich darauf verzichtet, jetzt unbedingt durch das Gebiet dem Mainweg zu radeln, wo dort allerdings, was ich schon auf der Satellitenkarte sehen konnte, der Radweg noch deutlich besser sein soll, beziehungsweise zumindest laut Satellitenkarte, Bild konnte ich das sehen. Ja, hier kommen wir übrigens, ihr seht jetzt rechts den Zaun. Das ist jetzt eigentlich ein Stückchen parallel des militärisch genutzten ehemaligen Javelin-Baracken. Hier steht bei Outlook dran, hier in Kartenansicht, das wäre in Klammern RAF Brüggengebiet. Also eigentlich so militärisch, wobei ich vom Satellitenbild her ist das nicht mehr ausgepixelt, witzigerweise. Also das ist ein ganz langer Flughafen. Ich denke mal, das ist ein militärisches Flughafengebiet gewesen. Denn laut aktuellen, beziehungsweise zumindest laut den Google Maps Bildern, die man sich per Satellitenbild anschauen kann, da steht Stempel 2020, kann man, früher war das ausgepixelt, also jetzt kann man das sehen. Auch die Stellplätze für die militärischen Flugzeuge, also die sind alle leer und da sind auch schon Sandhaufen. Ich glaube, da ist soweit, glaube ich, nichts mehr aktiv los. Ich nehme mal an, da waren wahrscheinlich die Briten oder die Amerikaner stationiert. Ich interessiere mich da nicht so wirklich zu. Und deshalb, ich stelle nur immer wieder fest, dass diese ganzen militärischen Einrichtungen, ob es jetzt die Belgier, die Franzosen oder Amerikaner oder Engländer sind, immer in irgendwelchen wunderschönen Naturgebieten sind, mit viel Waldbestand drumherum. Ja, gut, das wird natürlich der Sache geschuldet sein, dass man zu Friedenszeiten, beziehungsweise die sind ja meiner Meinung nach sicher im Krieg entstanden oder nach dem Krieg, oder hat es auch schon vorher vor dem Krieg gegeben auf deutscher Seite. Ja, hier noch zum Waldabschnitt. Wie gesagt, ich hab auch mal den Ton teilweise gelassen, weil
teilweise so ab hier, ihr seht schon, ich mache hier auch ab und zu so ein paar Schlenker, besonders ab diesem Abschnitt hier, habe ich mal so den Ton im Hintergrund gelassen. Da könnt ihr mal so reinhören, das knirscht ganz schön. Die haben hier wirklich so richtig grobe Kieselsteinchen und deswegen fahre ich hier auch wirklich definitiv in der Rille und bin auch gerade nicht gewechselt. Aber gerade auch ein Pärchen, die wollten da wohl rüber über die, wie gesagt, hier der Zaun, der hier ist, den man so gerade so angedeutet sieht. Das ist eigentlich dann auch schon fast die Grenze. Und wie gesagt, hier links war dann auch parallel noch so ein, ich fand den Weg eigentlich noch schlechter als diesen, aber auf holländisch bzw. niederländischem Gebiet verlief der parallel hierzu. Ja, ich weiß nicht, warum die jungen Leute da jetzt darüber wollten. Vielleicht waren sie im Glauben, dass der Weg da besser sei. Jo, hier ist dann auch diese grobe, ganz grobe Kiesstrecke vorbei und es geht jetzt hier auch wieder relativ gut. Was gerade allerdings auf dem Abschnitt hier war, es hat richtig getröpfelt von den Bäumen, also es hat nicht wirklich geregnet. Ja, hier ist übrigens ein Fischteich, was heißt Fischteich, ein Tümpel, Moorteich oder was auch immer. Es hat ganz schön gequakt. Wir wollten eigentlich nur mal gucken, ob es jetzt wirklich... Meine Frau meinte immer, es regnet, ich sage, es regnet nicht. Es hat vielleicht vor uns geregnet, bevor wir hier durchgefahren sind. Aber die Bäume, bis der Regen dann nach unten durchdringt, läuft ja dann an dem ganzen Blattwerk relativ langsam, tropft das dann nach unten durch. Also es war ein bisschen feucht hier auf dem Abschnitt. Ich musste auch ab und zu mal die Kamera putzen. Und gerade wo wir den Halt gemacht haben an diesem schönen Tümpel, da hat es auch richtig schön ordentlich gequarkt. Ja, was man noch wissen sollte über dieses ganz wirklich tolle Naturschutzgebiet. Also es kommen hier wirklich tolle Arten vor. Unter anderem Kreuzotter und Blaukehlchen. Ja, meiner Meinung nach haben wir sogar Königspferde gesehen. Das hat aber nichts mit Königspferde zu tun, ist also nicht zu verwechseln und ist, glaube ich, auch nicht der niederländische Name für Königspferde. Könnte sein, vielleicht doch. Es möge mir jemand verzeihen, der besser niederländisch kann als ich. Aber trotzdem, diese Königspferde, die haben nichts mit wirklich königlichen Pferden zu tun. Die heißen halt nur so. Man weiß nicht genau, wo die eigentlich herstammen. Ich habe da ein bisschen nachgegoogelt. Ursprünglich irgendwie sollen sie aus Polen stammen, von den Urrassen der Tarpane. Ich weiß es nicht genau. Es gibt auch noch eine andere Theorie, dass diese Königspferde von irgendwelchen Eseln abstammen, die verwildert sind. Keine Ahnung. Und die sich mit Pferden vermischt haben und tralala. Wie auch immer. Ja, ihr seht jetzt auf der Kamera in der Mitte oben im oberen Drittel so ein Tropfen. Wie gesagt, es war ein bisschen sehr unangenehm von der Luftfeuchtigkeit, aber auf dem Fahrrad mit dem Fahrtwind ging es. Und wie gesagt, die Landschaft wirklich ganz toll und einmalig. Und selbst bei diesem feuchten und wahrscheinlich vorher hat es geregnet, die Stimmung war trotz des relativ bewölkten Himmels wirklich sehr schön. Ihr seht ja, hier ist nicht viel los. Ich hatte diese Tour sowieso schon ein bisschen länger geplant. Und ja, jetzt komme ich wieder auf dieses Thema Corona. Ich weiß, alle quatschen darüber. Ich will da auch nicht allzu viel drüber verlieren. Außer, wie gesagt, dass ich eben... Ja, ich hätte auch am Rhein lang radeln können, ne? Aber gerade zu Corona-Zeiten... es wird immer gesagt in den Medien, man sollte halt die Hotspots meiden und...
Gut, ich sag mal so, bis nach Köln von mir zu Hause sind es mit dem Auto 34 Kilometer, 35 Kilometer. Nach Düsseldorf ist es auch nicht viel weiter oder genauso weit. Also ich bin relativ schnell am Rhein, könnte da sehr schön Rad fahren, aber ja, vor allen Dingen bei schönem Wetter, ich muss das nicht haben. Ich liebe sowieso die Natur. Wisst ihr ja, viel Grün. Ja, und ihr seht ja, trotz alledem sind hier auch immer mal Leutchen unterwegs. Und also, ich habe mich eigentlich gewundert, dass doch relativ, doch einige Leute hier anzutreffen waren mit dem Fahrrad. Aber ich fand es ganz toll. Es war ja nicht, ihr seht ja, ne, man kann hier streckenweise so lange fahren, ohne dass einem jemand begegnet. Also ganz tolles Gebiet. Die Luft war ganz toll. Also mir hat die richtig gut getan, auch wenn es jetzt eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit war. Aber ich fand es wirklich ganz toll, ne? Man konnte richtig gut durchatmen. Gut, meine Heimatstadt, aus der ich komme, im Bergischen Land, ist jetzt auch nicht gerade so eine Stadt, wo wie Stuttgart, wo wirklich hohe CO2-Werte etc. oder Gedönskram ist. Also wir haben eine relativ gute Luft im Bergischen Land. Wuppertal ist da sicher im richtigen tiefsten Stadtzentrum wohl ein bisschen eine Ausnahme. Die kämpfen da auch so ein bisschen mit Dieselfahrverboten, aber im Großen und Ganzen, ne, wir haben ja hier die Höhenzüge und also die Luft ist relativ sehr gut. Ja, wie ihr seht, mal wieder ein Radfahrer kam uns entgegen. Ja, hier kann man lang geradeaus gucken. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich habe mich bei der Planung der Strecke auch nicht getraut. Also hier sind wir wirklich auf den Radwegen unterwegs. Ja, und hier erreichen wir auch schon mal einen Knotenpunkt. Da links ging es eigentlich Richtung Niederlande runter. Ja. Ich bin dann mal zu dem Knotenpunkt hingetapert. Ich habe euch auch mal ein paar Fotos gemacht. Also wie gesagt, ja, die Fotos kommen gleich. Da hätte man auf dem Weg dann durchaus links abbiegen können und ja, dann hätte man so grob gesagt. Was ist da als nächstes Örtchen? Ach ja, das ist Herkenbosch. Ich glaube, man kann es jetzt auf der Kamera bzw. auf den Fotos auch sehen. Ne? Den Knotenpunkt hatte ich da mal fotografiert extra für euch. Oder eben dann Mellig. Das geht dann alles Richtung Maas. Da kann man dann weiterfahren. Ja, dürften vielleicht auch nur so 5, 8 Kilometer sein. Wenn man dann da auf den niederländischen Radwegen weiterfährt. Ja, wir fahren jetzt hier weiter. Das Gebiet hier, dieses Naturschutzgebiet, also wie gesagt, linke Seite ist eigentlich immer die Grenze links von uns. Ich habe witzigerweise gesagt, mit der linken Pedale waren wir eigentlich immer in den Niederlanden. Ja, was ich sehr schön finde, ist hier so ein bisschen diese abwechslungsreiche Landschaft. Man hat auch mal Lichtungen große und ja, ist wirklich toll. Hier war übrigens ein toller Abzweig. Wie gesagt, der ging dann nochmal durch so ein größeres niederländisches Waldgebiet. Geradewegs dann gucke ich gerade mal, was das für eine Gemeinde ist, wie die heißt. Ja, wenn dann mein Google mal ein bisschen schneller wäre. Okay, hier im Bild sehen wir jetzt auch die vorhin angesprochenen Königspferde, meiner Meinung nach. Ich habe, wie gesagt, auch gegoogelt und meiner Meinung nach waren das auch welche. Ach so, ja, den vorhin schönen, der sah ganz toll aus. Die Niederländer machen ja die Radwege wirklich normalerweise ganz toll, aber manchmal, wenn sie durch den Wald gehen, ja, da wundert man sich manchmal wirklich, da sind die schlimmer noch als dieser.
schöne Weg hier. Der ist ja noch recht schön und gut zu befahren. Der ging geradewegs Richtung Remont. So, jetzt habe ich das auch noch nachgeholt, euch zu erzählen. Ja, wie gesagt, auf diesem Stück hier, was auch schnurstracks geradeaus verläuft, das geht jetzt hier übrigens geradewegs zu auf die A52, die von NRW aus Richtung Remont verläuft. Aber da erzähle ich euch nachher was noch zu. Ja, der Lösekampf, ihr seht ja hier rechts, ist eine größere Lichtung. Man kann auch hinter der Lichtung auf der rechten Seite dahinter am durch den Wald radeln, beziehungsweise da gibt es dann, ja, meiner Meinung nach sind das eher Wanderwege. Ja, ich habe, wie gesagt, immer mal ein bisschen hier den Ton auch im Hintergrund gelassen, damit ihr mal so ein bisschen, also den O-Ton, wenn auch denn teilweise als Zeitraffer, könnt ihr dann mal auch so hören, wie sich so der Belag anhört. Und wie ruhig das hier eigentlich war, so dass man die Laufgeräusche auf diesem Gemisch Sand, Schotter, Kies Weg, also wie gesagt, der war jetzt nicht so sandig, dass man da mit dem Rad einsinkt. Also der war schon von der Oberfläche wirklich gut zu radeln, wie es eben solche auch auf Bahntrassen anzufinden sind. Und hier seht ihr ja, es ist jetzt sogar geteert, aber ja, wie gesagt, es geht hier auch immer weiter geradewegs Richtung A52 zu. Ja, das wir sind ja jetzt geradewegs unterwegs. Ja, ja, das ist hier. Ja, ich hatte jetzt vergessen, leider höre ich jetzt im Kopfhörer nicht den O-Ton, aber ich wusste, dass ich da so ein bisschen euch mal den O-Ton eingespielt habe. Ja, hier ein Aussichtspunkt im Naturschutzgebiet Lösekamp. Da ist eine Tafel, die gibt es jetzt gleich auch noch mal näher zu sehen. Ja, ihr seht ja, wie ich die Fotos mache. Ist auch mal ein bisschen witzig. Ja, ihr seht dann auch, wie gesagt, dass hier soll so mit eines der größeren Gebiete sein, wo eben auch die Kreuzotter vorkommen und Blaukehlchen, Braunkehlchen oder Schwarzkehlchen, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber auf jeden Fall sind alle drei eh schon sehr selten. Bin auch mal da hochgegangen, habe jetzt allerdings nicht von dort aus mal ein Foto gemacht. Ja, man konnte von dort auf so ein Tümpelchen gucken, da so ein Moorteich, wie auch immer. Könnt ihr ja genießen, nehmt ein Fernglas mit. Also wie gesagt, ist eine sehr schöne Tour mit ganz toller Landschaft und sehr guter Luft. Und ja, kann ich euch auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen. Was steht noch zu erwähnen bei Wikipedia? Da steht, im Mainweggebiet finden sich noch Vorkommen der Kreuzotter und einiger anderer Schlangenarten. Ja, also keine Angst, aber uns sind keine begegnet. Und die giftigste Schlange, beziehungsweise die überhaupt giftigste, die in Europa, jedenfalls Nord- und Mitteleuropa und wie gesagt damit Deutschland und Holland vorkommt, ist eh nur die Kreuzotter. Alle anderen Schlangenarten sind ungiftig. Aber wie sagte mir ein Naturschützer, die giftigste Schlange, wie gesagt, ist die, auf die man drauf tritt. Ja, gemeint ist wohl, dass sich natürlich, eigentlich verziehen sich Schlangen sofort, ne, die, wie gesagt, die verziehen sich sofort. Ich habe jetzt gerade mal nicht gesprochen, weil ich euch mal den O-Ton
unter so einer Brücke einspielen wollte. Ja, hier links könnt ihr sehen, das ist übrigens der Rückstau an diesem frohen Leichnam-Feiertag. Der bis nach Roermond, da ist nämlich ein Outlet-Center. Der ging also wirklich etliche Kilometer, der Rückstau. Also das war gerade, wie gesagt, das Stauende. Aber ihr dürft nicht vergessen, da sind bestimmt 5, 6 Kilometer Stau. Schätzungsweise bis zu diesem Outlet-Center, was im Norden von Roermond lag. Ja, die Leute von NRW, die fahren gerne an solchen Feiertagen, die dann in den Niederlanden keine sind. Oder eben an Sonntagen, die hier so, wo sowieso die Geschäfte zu sind, fahren dann die Deutschen ganz gerne nach den Niederlanden. Man ist vom Ruhrgebiet, sagen wir mal, kommt immer darauf an, von wo im Ruhrgebiet. Also Duisburg liegt ja im Westen, im äußersten Westen des Ruhrgebiets, Dortmund eher am anderen Ende. Also so im Mittel ist man zwischen 1 und 1,5 Stunden vom Ruhrgebiet aus schnell mal eben in den Niederlanden zum Shoppen. Und da steuert man dann ganz gerne Venlo oder Roermond an. Also Roermond vor allen Dingen, wie gesagt, gerne wegen dem Outlet-Center. Ja, ihr hört hier, ne, das knirscht hier ganz schön. Jetzt habe ich mir auch mal den Ton im Kopfhörer angeschaltet. Aber wie gesagt, man darf jetzt natürlich auch nicht vergessen, also der Boden ist wirklich, man sinkt hier nicht ein. Also auf der ganzen Strecke hatte ich nicht ein Sandloch. Es rollt wirklich sehr gut. Wie gesagt, die Tour ist ja so roundabout 40 Kilometer lang, wie wir sie gefahren sind. Ich stelle euch natürlich bei YouTube wieder mal den Komoot-Link ein, damit ihr, wenn ihr denn möchtet, schon mal eine Basis habt, ob ihr die dann genau so radelt und übernehmt und euch dann führen lasst. Ich nehme ja immer gerne mein Tablet mit. Da kann ich auch mal ein bisschen was besser erkennen. Könnt ihr ja auf meinem Fahrradlenker sehen. Die Tasche da oben drauf steckt dann das Tablet. Das passt immer ganz gut. Und ich lasse mir dann da auch immer ganz gerne von der netten Damenstimme da die Tour ansagen. Ja, aber manchmal muss man auch genau hingucken. Ja, was vielleicht noch ein bisschen zu verbessern wäre. Manchmal ist es ein bisschen tricky, man kann da nicht so genau sehen, geht es jetzt rechts lang oder links oder wo ist geradeaus. Manchmal sind so Weggabelungen, so wo 3, 4 Wege zusammenkommen, aber nicht so wirklich als Kreuzungen sind, wo es wirklich so rechtwinklig nach rechts und links geht, sondern manchmal gehen 2, 3 Wege vor einem so sternförmig weg und dann weiß man nicht, wo muss man jetzt eigentlich genau reinfahren. Also da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen mehr noch reinzoomen kann, um mal wirklich zu gucken, wo muss ich denn lang. Ja, jetzt kommen wir hier an einen Grenzpunkt, also hier. Ja, jetzt weiß ich nicht, was noch, weil da links ist geteert. Genau, das ist jetzt so eine Stelle, wo ich jetzt nicht genau wusste, geht es jetzt da links weiter auf dem geteerten Weg. Ah ja, wir müssen hier rechts hoch, ne, ist richtig. Alles gut. Ja, alles gut, ich habe es gefunden. Ja, das sind dann so Stellen. Also da links ging es wirklich da, wo auch dieser Viehübergangweg war. Das war dann auf der linken Seite auch wirklich dann schon die Niederlande. Und der Weg, da konnte man dann links Richtung dem Ort Bokul fahren. Keine Ahnung. Grob gesagt, eigentlich auch wieder Richtung Roermond, aber dann eher zum nördlich gelegeneren Teil von Roermond. Oder geradeaus hätten wir auch auf dem Weg weiterfahren können, um dann, ja, grob gesagt, weiter Richtung Norden. Aber so oder so, ja, man wäre dann
an die Grenze gekommen von der Schwalm. Die Schwalm fließt ja, wie gesagt, von Brüggen oder durch Brüggen dann weiter Richtung geradewegs über die Grenze und dann Richtung Schwalmen, so wie der Ort dann auf der niederländischen Seite heißt. Und der liegt dann direkt an, fast direkt an der Maas. Da hätte man dann quasi weiter Richtung Norden fahren können, ein Stückchen, und dann geradewegs an der Schwalm links abbiegen und dann Richtung Schwalmen zur Maas hinfahren können. Also wir sind jetzt, wie gesagt, nach rechts abgebogen. Der Weg führt jetzt geradewegs Richtung Osten und radeln hier parallel, wie gesagt, links verläuft immer die Grenze, da vorhin der Weg, der hier parallel lief, war dann schon auf der niederländischen Seite. Ich gucke gerade hier auf der Karte, da stand Galgenberg, am Galgenberg. Ob das jetzt auch der Galgenfen ist, kann ich jetzt auch nicht definitiv genau sagen. Was ich allerdings... Ach, wie schön. Ja, ach, wie schön. Links war nämlich eine schöne Schafherde. Ja, das fand ich auch toll. Steht übrigens auch in Wikipedia, dass man natürlich zur Landschaftspflege, damit die Flächen auch weiter offen bleiben, wie andererorts natürlich auch, die Schafe als Landschaftspflege einsetzt. Ja, wie gesagt, ich habe da auch mal den Ton und beziehungsweise das Video nicht im Zeitraffer laufen lassen, damit ihr mal auch hört, wie ruhig, man hörte da nichts, ne? Also das ist wunderschön für ruheliebende Leute, die mal wirklich 0 dB an Straßenlärm oder sonstigen Sachen da hören möchten. Einfach nur mal wirklich Natur pur. Und wie toll ruhig das ist, ja, man mal einfach wirklich entschleunigt und wirklich Ruhe genießen kann. Das Einzige, was man hört, was ihr ja hört, deswegen habe ich es ja auch mal im Hintergrund gelassen, sind die Laufgeräusche der Räder. Achso, ja, da wollte ich eigentlich noch erwähnen, unsere Pedelecs sind ja nicht gerade die leichtesten von KTM, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Wir fahren hier mit einer Novinci-Schaltung, also so eine Art Planetengetriebe. Ja, jetzt kommen wir hier, das fand ich übrigens auch total witzig, an das einzige Haus hier, was ich hier so weit und breit in diesem Landschaftsgebiet hier angetroffen habe. Das fand ich also auch echt witzig. Also hier würde ich auch gerne wohnen, ne? So ist es nicht. Nun ja, wie gesagt, wir sind hier jetzt weiter unterwegs. Kommen auch gleich noch zu so einem Wasserblick. Nennt sich, oder hat jemand das hier in Komoot genannt. Das sind so Laufstege, wo man dann sich die Natur angucken kann mit diversen... Achso, diese Moorseen sind übrigens entstanden, so steht es geschrieben in Wikipedia, durch die durch das Torfabstechen. Also es sind eigentlich hinterlassene Löcher, die eben durch dieses Torfabstechen entstanden sind. Ja, was wollte ich noch erzählen, bevor jetzt, glaube ich, der Steg gleich kommt, oder der kommt jetzt schon? Nee, noch nicht. Ganz schnell noch, wie gesagt, unsere KTMs, Pedelecs sind nicht die leichtesten und man kann die Räder aufpumpen, also die Reifen mit maximal 6 Bar. Mache ich allerdings nicht, weil dann wird es auch immer vom Fahrkomfort ein bisschen unangenehm. Vor allen Dingen, wenn man dann hier immer auf so relativ rauen Oberflächen unterwegs ist. Es steht so drauf. 3 bis 6 Bar. Ja, hier sind wir übrigens an diesem Laufsteg angekommen.
Ja, so sieht das aus. Unsere beiden KTM Pedelecs. Ja, hier ist dieser Laufsteg. Ich bin da nicht rumgelaufen. Hier für euch. Ihr könnt ja dann ranzoomen, was es da alles so zu gucken gibt wegen Corona, weil da ein paar Leute auch schon herliefen und die Stege relativ schmal sind. Und ich mag das wirklich nicht so, bei Corona-Zeiten dann den Leuten so nahe zu kommen. Ja, da war übrigens gerade noch ein Stopp nötig gewesen an dieser Wegkreuzung sozusagen, weil mein Gimbal, der hat zwar schon eine dicke Lithium-Batterie im Griff drinne, aber wenn es denn doch so über 1,5, 2 Stunden unterwegs ist, dann macht er halt schlapp. Da muss ich wechseln. Jo, damit ihr schöne Bilder habt. Ja, hier zur Linken ist jetzt übrigens schon die Schwalm. Die Fließgeschwindigkeit ist nicht sehr hoch. Ich weiß nicht, ob die Fließgeschwindigkeit, ich schätze mal so zwischen vielleicht 5, 6, 7, 8 Kilometer höchstens beträgt. Obwohl manchmal auch ein paar Wehre sind oder so ein bisschen Gefälle, Stufen sind. Aber ihr seht ja, dass ja, es gibt hier, wie gesagt, links und rechts auch viele Seen. Ich weiß allerdings nicht, ob die auch alle, sind schon auch teilweise viel, viel größere, ob die alle definitiv durchs Torfstechen entstanden sind, wage ich mal zu bezweifeln. Ich denke mal, dass da auch ein Teil von Kiesabbau ist, weil wir sind ja dann hier auch schon in einem ganz anderen Gebiet. Aber das müsste man halt googeln, wer es genau wissen will, da müsste man dann halt nachschauen. Auf jeden Fall kenne ich diesen Abschnitt hier an der Schwalm. Den sind wir auch schon mal geradelt vor vielen, vielen Jahren. Dürften so 8 oder 10, 12, 13, 14 Jahre her sein. War das so, bevor wir Pedelecs hatten, sind wir das hier immer mal entlang parallel der Schwalm gerade zwischen Brüggen und runter nach Schwalmen. Auf der niederländischen Seite und haben dann da lecker Eis gegessen. Weil, wie gesagt, das ist hier sehr, sehr steigungsarm, also sehr flach. Wie übrigens die gesamte Tour, wie wir die jetzt hier gefahren sind, auch. Also, das kann man hier sehr gut mit etwas größeren Kindern, sage ich mal, zwischen 8 und 12, 13, 14 Jahren gut radeln. Ich denke mal, unter 8 würde ich es nicht machen, zumindest nicht die Länge. Aber grundsätzlich hier überhaupt, auch mit kleineren Kids, kann man hier gut radeln. Das dürfte nicht das Problem sein. Ich bezog das jetzt nur auf die Länge unserer Strecke hier, 40 Kilometer. Wenn die Kinder denn nicht unbedingt ein Pedelec haben, ne? Ich denke mal, Kinderfahrräder. Da denkt man nicht unbedingt direkt an elektrisch unterstützte Fahrunterstützung. Ja, ihr seht, hier ist jetzt auch schon ein bisschen mehr los. Wir sind jetzt, wie gesagt, weiter Richtung Osten unterwegs. Immer schnurstracks geradeaus. Ja, hier ist dann so das Gebiet, das ist auch relativ groß. Pennekottensees. Da gibt es natürlich dann auch viel. Ich nehme mal an, dass hier auch einige Ferienwohnungen zu mieten sind, Camping und ja, Camping und Wohnmobil, Stellplätze etc. Also es ist ein sehr schönes Gebiet. Da muss man dann halt mal schauen, wer vielleicht von weiter weg herkommt oder sich hier dann per Hotel oder Ferienwohnung oder Pension einmieten will und hier mal ein paar Tage. Hier kann man durchaus ein paar Tage in diesem sehr, sehr schönen Gebiet hier, wie gesagt, der Mainweg oder Lösekamp und also es ist ein riesiges Waldgebiet. Also es gibt hier wirklich ganz, ganz tolle Radwege. Wir sind hier schon einige gefahren. Ich muss allerdings gestehen, wie gesagt, ne, diese 40 Kilometer hier im Rundkurs, so groß und so lang bin ich noch nicht gefahren. Wir sind schon mal allerdings vom Norden,
ausgefahren bei Nettetal. Da gibt es auch eine tolle Nabu-Station, die ist wirklich toll, lohnt sich auch zu besuchen. Die haben auch ein eigenes Café. Sind wir die auch schon mal runter, dann quasi von nördlich vom Brüggen aus runtergeradelt. Über Brüggen natürlich, Kaffeepause, muss halt sein. Und dann zu runter zur niederländischen Grenze und dann entlang der niederländischen Grenze und dann über, jetzt muss ich mal gerade schauen, wie das Örtchen heißt. Das müsste dann, jetzt muss ich erstmal wieder umschalten, in Komoot, jetzt tue das manchmal nicht, Kaltenkirchen, genau, richtig, dann über also quasi immer an der Grenze lang von, von da, wo wir gerade waren, da mit diesem Plattform, da wo man den Teich gucken konnte, da mit den Fröschen zuletzt, was ich euch vorhin da gezeigt hatte. Da kann man dann auch immer an der Grenze langfahren, da geht es dann zum Weißen Stein. Vor allen Dingen in der Mitte dieses großen Waldgebiets war auch früher, ich glaube, da waren die Engländer stationiert, ein großer, sehr großes Truppenübungsgebiet für die Briten, ist aber wie gesagt auch nicht mehr, Gott sei Dank, muss man sagen. Also ja, hier habe ich gerade auch mal kurz überlegt, wo man lang war. Also ist eigentlich dieses Stück hier ist nicht wirklich als Fahrradweg ausgewiesen, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht und siehe da, man kann das ja ganz gut fahren. Gut, wenn man mit Fußgängern entgegenkommen muss man sich, oder Fahrräder, muss man sich natürlich ein bisschen arrangieren. Okay, ja, wie gesagt, kann man immer an der niederländischen Grenze langfahren. Das haben wir deshalb gemacht früher, weil, wie gesagt, das Waldgebiet Sperrgebiet war, wegen dem riesigen Truppenübungsplatz in diesem Brachter Wald, nennt sich das. Ist also im Grunde genommen westlich von Brüggen gelegen. Heute kann man da durchfahren und es ist Naturschutzgebiet, Gott sei Dank. Und ja, man kann dann noch erahnen, wo früher stehen auch noch die ein oder andere Kaserne. Ja, und da kann man erahnen, ne? Es gibt auch noch diesen Zaun mit Drehkreuz. Da kommt man übrigens auch mit dem Fahrrad durch. Ist also kein Problem. Und es gibt auch vom NABU, der hier ansässig dann ist, in Brüggen, beziehungsweise Nettetal, machen die auch Führungen, ne, durch dieses Gebiet. Kann ich euch empfehlen, haben wir auch schon gemacht, sogar mit Fahrrad. Ganz tolle Sache, kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen. Jo, hier mal kleinen Halt. Ab und zu muss ich auf meine Frau warten, damit die nachkommt. Ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, ich erzähle immer ein bisschen viel, damit es euch nicht so langweilig wird, über die Landschaft, über die Gegend, was man vielleicht wissen sollte, was mich ja auch selbst sehr interessiert. Es ist ja nicht nur so, dass ich das jetzt hier für euch erzähle und dass ich das später auch nochmal mir anhören kann und angucken kann und mich daran erfreuen kann. Aber andererseits ist das auch eine Sache, weil, wie gesagt, ich habe es nicht so mit der GEMA-freien Musik immer raussuchen und dann einspielen und ach, das ist immer lästig und man muss dann wieder was raussuchen. Außerdem, wie gesagt, hier der Urton ist vielleicht auch mal ganz interessant für euch. Wie gesagt, könnt ihr auch hören, wie so der Belag ist, ne? Also wie gesagt, es knirscht recht gut. Wir sind mit 5 Bar Druck unterwegs, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. 6 könnte ich reinmachen, ist mir aber zu hart. Obwohl unsere Pedelecs Gott sei Dank vorne gefedert sind und ich auch eine deutlich bessere Sattelfederungsstütze mir zugelegt habe, als die da ab Werk dran war. Ja, ich hätte mir ja eigentlich auch gewünscht, dass man hinten eine entsprechende Federung gehabt hätte am Fahrrad von der Achse her.
Aber gut, leider kann man nicht alles haben. Bin ja schon froh, dass vorne die Gabel wenigstens gefedert ist. Ja, wir haben früher ein paar Falträder von Riso Müller gehabt. Übrigens die einzigen Falträder, die wirklich voll gefedert waren. Also die Hinterachse war gefedert und die Vorderachse. Und die haben auch einen ganz tollen Fahrkomfort. Aber wie gesagt, leider kann ich da leider nicht mehr so gut mitfahren. Ohne Unterstützung aus gesundheitlichen Gründen. Aber es wird ja mittlerweile immer ein bisschen besser. Ja, hier unterwegs hat zwischendurch jetzt auch mal die Sonne geschienen. Aber das war es dann auch schon. Ihr seht ja noch so ein bisschen, ist es ein bisschen hell oder grell. Aber so richtig durchscheinen wollte die liebe Sonne heute nicht. An unserem Radeltag. Was nicht wirklich schlimm war. Ich fand es, wie gesagt, sehr angenehm. Wir hatten, glaube ich, so um die 20 Grad, 19, 20, 21 Grad. Gut, durch den Wald war es ein bisschen, fühlte sich ein bisschen frischer an. Aber es war sehr angenehm, selbst durch den Wald. Gut, ihr seht ja im Video, ich hatte meine Schöppeljacke an und alles war gut, ne? Aber ja, wenn man fährt, dann hat man ja auch immer ein bisschen Fahrtwind. Aber alles in allem ist es, wie gesagt, auch eine Strecke, die man sehr gut, bedingt durch die vielen Bäume und viel Natur, die einem dann auch, sag ich mal, bei praller Sonne wirklich viel und schönen, angenehmen Schatten spendet. Also eigentlich würde ich die Tour schon bei sonnigem Wetter machen. Gerne machen. Sagen wir mal so. Ja, hier mal wieder eine Kreuzung, wo in Komoot nicht ganz klar war, wo geht's jetzt lang. Ich sag ja, manchmal würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen genauer reinzoomen könnte. Ja, jetzt ist es eigentlich auch nicht mehr so weit bis nach Brüggen rein. Brüggen ist ein nettes Örtchen, da gibt's halt auch noch eine kleine Burg. Hat also so ein bisschen auch mittelalterlichen Flair fast. Naja, ich denke mal, dass Brüggen auch vielleicht im letzten Krieg ein bisschen was abbekommen hat. Bei der Eroberung der Alliierten. Auf jeden Fall ist die Burg über. Dort gibt es auch schöne Cafés und Ausflugslokale. Werdet ihr jetzt sehen. Meter. Wie hier zum Beispiel. Aber wir wollten ganz klar. So, aber unser Pfannkuchenhaus ist da links, ne? Hier links in die Fußgängerzone. Genau, das wollte ich euch sagen. Unser Pfannkuchenhaus, wo wir immer leckere Pfannkuchen essen. Schöne Blaubeerpfannkuchen oder Apfelpfannkuchen. Dieses Restaurant oder Lokalität, dieses Pfannkuchenhaus steht eigentlich auch noch dran, Pfannkuchenhaus, aber im Internet steht ein niederländischer Name. Ob der Betreiber jetzt Niederländer ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen angenehmer, ne? Die Pfannkuchen sind sehr schön, sehr groß und sehr lecker. Ja, bei Corona-Zeiten ist natürlich alles ein bisschen anders. Hier links ist das schon das Pfannkuchenhaus. Ihr seht, natürlich sind die Plätze alle belegt. In 40 Metern umkehren und folgen. Ja. Man muss halt warten, bis man dann wieder einen Tisch zugewiesen bekommt. In Nicht-Corona-Zeiten hier geradeaus voraus. Diese Tische gehören nämlich eigentlich auch noch dazu. Ich weiß auch nicht, warum man die nicht noch mit in Betrieb genommen hat. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon unseren leckeren Pfannkuchen gegessen. Hier noch ein Foto von unserem Sitzplatz aus. Ja, wir starten jetzt wieder den weiteren Rückkurs an. Allerdings machen wir noch eine kleine Runde hier durch Brüggen. Hier rechts müsste denn gleich noch der Italiener kommen, wo es leckeres Eis gibt. Genau hier ist das. Kann man übrigens, da gibt es sogar eine barrierefreie Rampe, die man hochfahren kann. Und da gibt es wirklich sehr, sehr leckeres Eis. Kann ich nur empfehlen.
Ja, wie gesagt, Vorteil ist natürlich heute an so einem nicht so sonnigen Tag, dass nicht so viel los ist. Sonst ist hier nämlich auch deutlich mehr los, wenn schönes Wetter ist. Also von daher war es jetzt für meinen Geschmack jetzt auch nicht so schlecht, mal heute an so einem etwas bewölkteren Tag die Tour zu machen. Ja, hier müssen wir jetzt mal noch ein Stück die Umgehungsstraße hier, die um den Ort herumführt, die Hauptstraße langradeln, um jetzt wieder ab hier auf unseren eigentlichen Radwegkurs zu kommen. Ja, ich bin hier übrigens auch noch nie hergefahren, obwohl wir in Brüggen schon sehr, sehr oft waren. Hatte ich ja vorhin schon erzählt. Ich habe mir gedacht, komm, den Weg musst du hier auch noch mal fahren. Weil ich nicht genau wusste, ob man hier jetzt eigentlich auch mit dem Fahrrad durchfahren darf. Ein bisschen schmal ist es schon. Und ich denke mal, jetzt hat gerade mal wieder kurz die Sonne geblinzelt. Geht hier jetzt auch an der Schwalm entlang und ist sehr urig. Wie ihr seht, ich habe jetzt also kein Hinweisschild gesehen, dass man hier nicht mit dem Rad langfahren dürfte oder darf. Aber ja, der Weg ist schon ist schon ein bisschen schmal. Und bei Gegenverkehr oder mit Fußgängern, also wie gesagt, bei einem sehr schönen sonnigen Tag, müsste man sich hier ein bisschen durchwurschteln. Ja, vorhin war, glaube ich, auch noch ein ganz toller See zu sehen mit abgestorbenen Bäumen. Das war da, wo das Geschnatter gerade war, im Zeitraffer, diese Mickey-Maus-Stimme, glaube ich, war es. Da wollte ich euch eigentlich nämlich noch an der entsprechenden Stelle darauf hinweisen. Das sah total sehr wie aus so einem Krimi aus, die Moorleiche. Erinnerte mich da so ein bisschen an. Ja, also ich fand den Weg ganz gut. Im Prinzip kann man den fahren, wenn nicht viel los ist. Ansonsten kommt man von links hier gerade. Das ist so eigentlich der offizielle Radweg. Und hier da geht es dann hier auch auf dem offiziellen Radweg. Das ist eigentlich eine ehemalige Bahntrasse auch. Ja, ich fahre die jetzt hier auch lang. Da die dann ganz bequem auch unter die hier ist schon die Unterführung, die ich gerade ansprechen will, unter der Landstraße her. Und dann gelangt man, ohne jetzt oben über die Straße drüber zu müssen, sehr bequem und komfortabel eben auf diesen ehemaligen Bahntrasse dann Richtung Borner See. Ja, an dem Borner See gab es früher auch eine Borner Mühle. Ein sehr schönes Ausflugslokal. Wie gesagt, schon viele, viele Jahre leider nicht mehr offen. Wahrscheinlich nur noch für Veranstaltungen oder Seminare oder was weiß ich. Könnte ich mir vorstellen. Hier rechts ist es schon. Ich habe jetzt hier mal den Zeitraffer rausgenommen und die Kamera auch geschwenkt. Hier oben ist sogar noch das Schild Borner Mühle. Ein paar Autos stehen da noch. Also war mal ein sehr schönes Ausflugslokal. Man konnte dort sogar auch übernachten. Aber ob das jetzt noch ist, ich wage mal zu bezweifeln, nein. Also sah nicht so aus, als wenn da jetzt noch Betrieb wäre. Ja, am Borner See biegen wir dann auch gleich, oder kurz vor dem Borner See biegen wir dann auch rechts ab. Wir sind nämlich jetzt hier noch die ganze Zeit unterwegs in Richtung Osten und müssen dann wieder in Richtung Süden abbiegen. Also im rechten Winkel biegen wir dann ab, um geradewegs dann wieder zum Harigsee zu gelangen. Wo jetzt dann eigentlich, jetzt muss ich mal gerade schauen, welches Flüsschen das ist. Die Schwalm, genau, das ist tatsächlich die Schwalm. Genau, geht es eigentlich dann weiter der Schwalm entlang. Ja, parallel bis zum Harigsee, also die Schwalm fließt ja durch den Harigsee. Jo, jetzt sind wir hier schon quasi auf Kurs Richtung Harigsee, unserem Ausgangsort. Wir haben übrigens am Harigsee, das ist noch ein Tipp am Rande für euch,
Da gibt es ein schönes Restaurant, einen guten großen Parkplatz, wo man, wie gesagt, auch sehr gut parken kann. Also ich habe den nicht genommen, das ist dann, wie gesagt, quasi die nördliche, das nördliche Ende des Hareksees. Aber was viel wichtiger ist, na, da gibt es also auch einen Fischladen, der auch feiertags und sonntags offen hat. Ich glaube aber nur bis 15 Uhr, zumindest an Feiertagen. Dort gibt es auch ganz tolles Wildbrät. Habe ich mir angeschaut, Rehrücken und tolle Forellen, tolle Fischsalate, weil die haben ja da eine Fischzucht. Und also das lohnt sich. Also wir haben da noch eine leckere Forelle gekauft, bevor wir losgeradelt sind. Also wir sind da mit dem Auto vorbei vorher und haben da, wie gesagt, eine leckere Forelle gekauft, dann in unsere Kühltasche getan und dann im Auto stehen lassen. Also das wollte ich euch nur sagen, wenn ihr denn mal dahin fahrt und noch was Leckeres zu essen haben wollt, eine Spezialität aus der Gegend, also Rehrücken, Filet etc., ganz tolle Sachen, Wildgeschichten gibt es da zu kaufen und eben halt auch tolle Fischgeschichten und Fischsalate. Ne? Normalerweise gibt es da auch Fischbrötchen, aber ich glaube, gerade wegen Corona-Zeit war das leider nicht verfügbar. Was mich allerdings wundert, ne, zum Mitnehmen auf der Hand, Fischbrötchen dürften ja eigentlich nicht das Problem sein, das To-Go mitzunehmen. Ja, wir haben schon auf einigen anderen Touren dieses Jahr, die wir zu Corona-Zeiten gemacht haben, da gab es sogar schon unterwegs mitten im Wald, das war bei Mühlheim, auch ein großes also Waldgebiet oder Parkgebiet. Und da war da tatsächlich ein Stand, ein mobiler Stand mit Kaffee. Also Kaffee to go. Von daher, also wundert mich das, warum die da nicht ihre leckeren Fischbrötchen auch zum Mitnehmen angeboten haben. Naja, so, wir erreichen jetzt hier, wie gesagt, die nördliche Spitze. Früher musstest du hier immer bezahlen. Des Hareksees. Jetzt auch nicht mehr. Hier haben wir früher geparkt, war allerdings gebührenpflichtig und hier links haben wir auch schon öfters gegessen. Und abends, genau, das Restaurant hat wohl leider gar nicht mehr auf. Aber geradeaus hier, mal hier durch. Also hier rechte Hand ist der Fischladen. Könnt ihr ja schwenken mit der 360-Grad-Kamera und hier geradeaus ist auch noch ein Lokal, Gott sei Dank ein anderes. Schöne Mühle. Genau, und hier ist eine schöne leider Mühle. Nicht mehr in Betrieb. Schade. Tja, und leider nicht mehr in Betrieb. Ach so, ja, da oben. Aber immerhin, schön anzusehen. Letztens auch noch. Schön anzusehen. Ich auch auf dich gewartet und dann. Ja, wie gesagt, hier geradeaus. Hier kannst du auch schön essen. Auch schön. Genau, auch schön. Riecht gut. Und roch auch. Ja, und Tretbrötchen kannst du fahren, guck. Ja, Tretbrötchen kann man auch fahren. Ja, wie gesagt, geradeaus in dem Lokal war einiges an Betrieb. Also hier um den Hareksee sind überhaupt einige, viele Ausflugslokalitäten. Golf spielen habe ich, glaube ich, auch gesehen. Kommt gleich noch. Ja, man fährt hier jetzt quasi ein Stückchen mitten durch den See, könnte man denken. Nee, das ist jetzt hier irgendwie so ein Damm, der so ein Stück See abgeteilt hat. Ich nehme an, links sind die Fischteiche oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sehr schöner Weg. Und wie ihr seht, hier ist auch schon einiges los. Witzigerweise hatte meine Frau ein paar Tage vorher gehört im Radio, wo kann man denn mal hinfahren, wo sind ihre Lieblingsplätze, und irgendeine Frau hat über den Hareksee berichtet. Da habe ich gedacht, oh Gott, ne, weil eigentlich hatte ich schon vorher, länger vorher geplant, mal hier die Tour zu machen. Und dann kommt das für mich nicht wirklich gut, ne, wenn dann da auch noch im Radio
als Tipp, fahrt mal zum Hariksee. Naja, gut, der Hariksee ist jetzt nur für uns ein Stückchen weit, den wir entlang fahren. Man kann ihn ja, der erstreckt sich ja von Norden nach Süden, ist so ein bisschen wie so eine lange Wurst, also länglich. Und man kann sowohl auf der Ostseite als auch auf der Westseite an den Seen langfahren. Also wäre jetzt nicht das Problem. Und ihr seht ja, ist ja heute nicht viel los. Wie es bei schönem Wetter ist, wie ich schon sagte, weiß man nicht, kann ich euch jetzt nicht sagen. Wir fahren jetzt hier quasi die ganze Zeit am Ostufer entlang von Norden nach Süden. Denn an der südlichen Spitze, wo die Schwalm einfließt in den Hariksee, haben wir ja geparkt. Von daher war es jetzt für uns nicht ganz so schlimm. Wobei, es war ja noch ein Stück weit weg von dem eigentlichen Hariksee, aber nicht sehr weit, wo wir wirklich geparkt haben, weil ich mir schon gedacht habe, selbst bei so einem Wetter, eigentlich sollte es ja noch schöneres Wetter werden. Von daher habe ich mir gedacht, parkt nicht unbedingt direkt am See. Aber ihr seht ja, hier parken auch schon einige Autos und sind da noch Plätze frei. Ich denke mal, der nördliche Teil, hier links übrigens, glaube ich, auch noch irgendwie ein Minigolfplatz oder eine Lokalität. Ich konnte es jetzt nicht so schnell so genau sehen hier, weil ich habe ja nur so einen kleinen Kontrollmonitor. Ja, auf jeden Fall hier jetzt der südliche Teil. Ich habe die 360-Grad-Kamera mal so ein bisschen voreingestellt, nach rechts ein paar Grad, damit ihr hier mal einen direkten Blick habt. Ne? Ihr seht hier schöne Uferpromenade. Kommt man sich fast vor wie im Süden am Gardasee. Nein, ist jetzt ein Scherz. Ich war noch nie am Gardasee, aber ich könnte es mir so vorstellen. Sehr schön. Ja, hier eine kleine Miniburg. Nein, weiß ich nicht. Ich denke mal, das ist ein privates Wohnhaus mit angeschlossenem Restaurant. Jedenfalls ist da auch noch ein schönes Ausflugsrestaurant oder Lokalität. Tja, ihr seht, hier kann man parken. Platz gibt es hier auch immer noch. Sehe ich gerade. Ja, aber sehr viele Leute und ich finde das immer so ein bisschen mit dem Rummeln nicht so schön, ne? Wenn da andauernd eingestiegen, ausgestiegen wird. Also ich mag dann doch lieber einen etwas ruhigeren Parkplatz. Ja, hier nochmal eine Lokalität, ob es hier Eis gibt oder was zu essen, auch nochmal. Also Eis, wo die gerade am Schlecken waren. Genau. Letzte Tankstelle vor dem Parkplatz. War wahrscheinlich eine Eisdiele. Jetzt habe ich mal wieder beschleunigt. Ich habe den Ton mal weggelassen. Das ist hier ein bisschen nervig. Hier hat uns fast noch ein Autofahrer geschnitten. Hier auch noch mal eine Lokalität. Also hier sind wir gestartet. Hier sind wir gestartet, genau. Und jetzt sind wir schon wieder da. Und ich verabschiede mich und wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln. Und tschüss.